Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Gestern kam kein Video oder generell in der letzten Zeit kamen eher weniger Videos gestern. Zum einen, ich habe 10-mal versucht, das aufzunehmen, wollte immer bei der Würfelinsel landen und dort euch da ein bisschen Gameplay zeigen. Aber ich bin jede Runde direkt gestorben, weil ich von irgendwann wieder abgestaubt wurde von irgendeiner anderen Seite, weil da irgendjemand hochgeflogen ist und so. Und ich hatte dann ehrlich gesagt keinen Bock mehr darauf, das noch einmal aufzunehmen. Und das Ganze hat auch eine halbe Stunde gedauert. Ich hatte schon bis zur 8. Stunde Schule und das ist eben ziemlich nervig, da nochmal ein Video aufzunehmen. Vor allem, wenn man es dann 10-mal versucht und keinmal das wirklich funktioniert. Ja. Ansonsten kommen eigentlich eher weniger Videos, weil ich zurzeit so ein bisschen am Gucken bin, wie schneide ich vernünftig Minecraft-Videos oder so. Oder generell aus anderen Spielen die Videos. Da weiß ich noch nicht ganz, wie ich das am besten und am spannendsten schneiden sollte. Wenn ihr da Tipps habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und jetzt gucken wir uns einmal den Itemshop an. Wir haben heute einen neuen Emote. Und auf der linken Seite beginnen wir erstmal mit den Ninja-Skins aus dem Falken-Clan-Set. Das Skin sieht eigentlich ganz nice aus, kann sich auf jeden Fall kaufen. Den männlichen finde ich nicht ganz so cool. Dann gibt es hier die Clown. Harmonizing Sound. Und der Falke ist leider sehr laut und groß, sieht aber trotzdem cool aus. Ist immer ein legendärer Gleiter. Legendäre Gleiter sind immer viel zu groß eigentlich. Dann haben wir hier den Aura-Skin. Sehr beliebter Skin. Finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung, aber spielen einfach viel zu viele. Und dann den männlichen Skin davon Guild finde ich nicht ganz so cool. Deshalb spielen den auch eher weniger. Dann haben wir noch den Einschlaghammer hier, beziehungsweise den Sledge-Skin. Und dann dazu eben mal passend den Einschlaghammer. Dann als nächstes haben wir den Vector-Skin hier. Ist ganz nett auf jeden Fall, der Skin allerdings jetzt nicht der allerbeste, wie ich finde. Dann haben wir den Sonnenblumen-Skin. Ich mag den No-Skin-Charakter hier unter nicht ganz so gern. Ansonsten wäre der Skin eigentlich ganz nice. Dann haben wir die magische Schwingen, sind eigentlich viel zu überteuert. Habe ich mir damals gekauft, weil ich damals mir auch gefühlt nur unnötige Sachen gekauft habe. Dann haben wir Jitterbug, einen neuen Emote. Die Musik ist auf jeden Fall nice. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Auch wieder nur ein blauer Emote. Dann haben wir die Chromatik-Lackierung. Ist ganz nett, denke ich mal. Allerdings jetzt immer nichts Spezielles. Und dann haben wir Fitnessrunde. Auch schon Ewigkeit nicht mehr im Shop. Auch ein nice Emote. Gefällt mir auf jeden Fall. Das war's dann mit dem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.